Fresh. Fresh. Mach an. Ja, wer hat das mal schon hier? Hallo. Hi. Hi. Na, versuch mal mit dem Handy zu vloggen, vielleicht hört man ja was. Ja, okay. Vielleicht versteht man mal was, vielleicht ist er irgendwas. Auf seinem Corti-Kanal findet ihr vielleicht ein bisschen mehr. Ja, weil ich, wer macht die vom ganzen Tag? Wir sind beim Fluss, wer? Da sind wir beim Fluss, ich bin der Welt, der Flussverschüttungsexperte. Ja, gib mir mein Handy, kannst du mal zeigen. Ja, warte. Bei meiner guten Qualität muss man das bestimmt gut erkennen. Oh ja. Mein Handy ist scheiße. Ja, also nicht so wie mein 4K-Handy. Das ist ein Fluss. Und ein Fluss hat die Eigenschaft, man muss ja immer verrecken. Ja, super. Ich greife einmal nach hinten, damit ich in den Flaschen. Man sieht einfach nichts durch die Sonne. So. Wir zeigen euch mal. Damit macht man den Fluss schöner. Es schwimmt. Und das Handy fallen lässt wirklich nicht. Okay. Meins? Yes. So, dein Handy. Gib mir mein Handy wieder. So. Und wir stehen auf meinem Vlog-Part. Er macht wahrscheinlich auch noch gleich was. Schaut bei ihm auf jeden Fall vorbei, weil das ist ein bisschen mehr als bei mir, weil ich bin einfach zu faul, zu dumm zu vloggen. Ich bin mehr so der Displayer. Ja, das ist ein bisschen. Sag mal was Schlaues. Vlogs den ganzen Tag. Bist du ein Lerner? Werner ist die Behinderte. Der war nicht gut, der war nicht gut. Wir haben gerade das Geist angerufen, der hat sich gefreut. Wenn ich am Flanzen bin. Schwimmen wir auch schon. Ja, und bei mir sind wir zurück. Wir vloggen einander an. Hi. Hallo! Hi. Hallo! Hi. Kennt man eigentlich irgendwas? Keine Ahnung. Doch, erkennt man. Bei mir erkennt man sogar was. Ich weiß gar nicht, warum das Licht an ist. Das kriege ich nicht aus. So, hier seht ihr den Corti Boy. Wow, geil! He believe, he's a free, he is free. Hi, na, hallo! Zeigen Sie mal bitte meinen Zuschauern, was Sie mit Flüssen machen. Ich geh in die rein. Oh. Okay, das war zu viel. Also, Flüsse, ne? Ich habe ja schon, jetzt habe ich kein Taschentuch mehr, ne? Ich habe schon ein Taschentuch reingefallen lassen, um es zu verschönern. Das könnt ihr aber nur auf meinem Kanal sehen. Ja, hast du bei mir aber auch schon mal gemacht. Ja. Aber einen zweiten könnt ihr nur hier sehen. Diesen wundervollen Fluss. Flussverschönerungsexperte? Das ist doch nicht ein Fluss, Alter, das musst du hier anzünden. Hier rauf. Ich habe sogar Feuerzeug. Krass, Alter, das erscheint auch noch auf meinem Kanal. Zwei Sichten. Zwei Sichten. Fresh! 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 Mach an! Boah, Junge, ist ja ganz geschnitten. Boah, guck mal! Neuer Anstrich! Guck mal, wie geil das aussieht! Neuer Anstrich, Leute! Oh, geil! Ah, oh, ja, zieh das mal in den Line! Alter, das riecht man wirklich. Jetzt schreibe ich das so in den Titel. Morten zieht sich in den Line. Geil! Oh, mein Finger ist im Bild, cool! Ja, so, hier, hi. Mich sieht man selbst irgendwie gar nicht, ich weiß auch nicht warum. Ich bin halt dumm. Ich auch. Weil ich dumm bin, ey. Okay. Ja, wir gehen jetzt nochmal zu McDonalds, wo wir heute schon waren. Ja. Vielleicht nehmen wir da sogar noch was auf, vielleicht. Vielleicht kommt da noch was. Vielleicht sieht man da meinen Penis. Fluss! Werner! Tschüss! Ich will mal sagen, ja, hallo Leute, ihr hört wahrscheinlich auch Musik alles. Scheiße. Ich finde die alte Musik, aber gut. Ja, wenn ich claim, das ist nur so ein Ball nebenbei. Ja. Ich kann ja eine Abschwächung machen. Per Dingser. Wie heißt das Programm nochmal? Premiere. Ja. Und jetzt, ja, wir machen jetzt ein. Wir haben jeweils drei Cheeseburger. Und ich musste davon 5 bezahlen. Weil wir eine kleine Wette. Ja. Ich habe nicht meine Kassenbon bekommen. Ja, ich habe auch Dings bezahlt. Mit Karte. Ich hab Bock auf die Bade zu bezahlen. Ich hab jetzt meine erste ausgepackt. Ja, muss man gleichzeitig machen. Mein Bruder mal zur Seite. Wenn ich Angst hab. Ja, erster Cheeseburger, ich bin da. Die anderen müssen zu sein. Scheiße. Haha, schlecht. Oh, ging. Okay, ich sage 3-2-1. Dreh mal um. Warte, nein. Warte. 3-2. Aber du wirst nicht schlimm. Das sieht scheiße aus. So.
komm. Ganz toll. Wenn du es nicht aufbekommst, dann werde ich gewinnen, wenn ich mehr esse. Wenn ich nicht, dann kannst du gar nicht gewinnen. Ja. Doch auch. Ja, jetzt zeige ich mich dran, weil das wirklich auch. Ja, ist noch relativ locker. Ja. Scheiße, oder? Du berichtest es, glaube ich, gerade. Das ist der ganz locker. Das ist aber auch ein größeres Maul. Ein Großmaul. Melden wir. Das ist nur zwei. Gut. Lecker. Aber ich könnte noch mehr essen. Ich hab auch. Ja, was ist hier denn drauf? Mein Gott. Der Unterschied. Das passt genau da rein. Ja. Okay, wer hat gemacht? Ich muss noch weiter. Stopp. Ich genieße meine Zeit. Ja. Mir gibt es nichts zu genießen, ich muss alles bezahlen. YouTube Money. Ja, ich hab mehr Abonnenten, deswegen muss ich auch mehr bezahlen, ne? Ja. Du hast mehr Gewicht gemacht? 8 Wochen verpasst? Okay, ich glaub schon. Scheiße, Alter. Prost darauf, Leute. Wenn ich wenigstens Videos mache, nicht so gut, ne? Ah, kommt, ey. Ich kann mir jetzt einen 5er rausziehen. Ich hab nicht sogar noch mehr. Das ändert sich bald. Ja, irgendwann werde ich arm wegen den ganzen scheiß Burgern. McDonalds macht mich arm. Product Placements. Digga, wir nehmen das in Meckes auch. Ja, ja. Deswegen ist nicht mehr die Oma da, die uns gerade angeguckt hat. Ich kann mir gerade voll komisch vor. Ja, das ist eine Oma, die hat uns zu blöd angeklotzt. Ja. Also. Das macht alle ganz gut. Hab ich auch noch Chili gegessen, aber große Bissen genommen halt. Ich habe auch Chili gegessen, aber große Bissen genommen. Hast du jemanden schon gewonnen? Ich hab gewonnen. Was ist das? Was hab ich davon? Abonnenten oder was? Bitte alle abonniert werden. Ich hab jetzt die Burger-Krone. Ich hab mir jetzt... Bitte nicht bei Burger. Ich
stimmt eigentlich. Ich kann Ronald McDonald dir unter die Tür stellen. Realer Käse, Alter. Ja, ja. Ich hab nur einen surrealen Käse gesehen. Ich meine ja, das ist kein echter Käse. Hm. Der Bacon Clubhouse. Der ist sehr, sehr gut an. Ja. Guck dir den mal an, Alter. Warte, wir haben in dem Video auch und wir gucken einfach auf den Hintergrund drauf. Ich weiß. Wir sind echt behindert. Was gibt's noch zu erzählen? Was haben wir heute alles gemacht? Coole Sachen haben wir gemacht. Wir sind durch der Stadt gelaufen. Ich will den Namen nicht sagen. Genau, sollen wir auch nicht. Nein. Also durch die City gelaufen. Ja, haben Scheiße gebaut. Ja, wir haben hier erst gefrühstückt. Ja, ich bin zu ihm gekommen, habe ihn beim, wo er mit seinem Hund draußen war, habe ich ihn erwischt. Er hat überhaupt nicht erwartet, dass ich dann schon da war. Dann haben wir. Dann sind wir. Hat er erstmal seine Schwimmsachen gepackt und sind wir nach Mc's gegangen. Haben wir erstmal schon fett gefrühstückt. Ich bin McChicken Classic und ein Filet-O-Fish, oder? Filet-O-Fish hat es mit Pommes und Pommes Cola. Mittlerweile Cola dabei. Ja, und ein paar haben wir uns noch Cola gepackt, sind wir auf dem Waldweg, wo wir eine Menge Nazi-Sachen gemacht haben. Nee, das, ja, da in diesem Wald war das, ja. Ja, in diesem Wald. Da haben wir das getrunken. Danach haben wir ein Vlog mit dir gemacht. Ja. Danach sind wir Schwimmbad, sind wir aber auch geil. Ja. Eine der Island. Der Schwimmball, ne? Der Ball. Ja, der Ball, okay. Der Ball. Das war sehr geil. Danach, was haben wir danach gemacht? Sind wir in die City wieder gegangen? Ja, haben dort Night gegessen. Ja, sind wir einfach rumgelaufen in der City. Haben wir irgendwo eine Sexnummer angerufen, dabei waren wir war keine Nummer mehr drunter. Da hast du so einen Sprachnamen auf meinem Freund, das schneide ich auch gerade. Ja, 10 Sekunden war das, glaube ich. Ja, so. Ja, diesmal, ja, ich schneide das rein, was da war. Ich glaube, ich mache die Nummer an. Kann ja niemand mehr was zu machen, wenn ich Spaß habe. Also, die Nummer eh nicht, hier also. Steht die Nummer, wenn ich hoffe, dass ich zwischen die Finger bekomme. Ja, muss ich die aber auch von den Finger bekommen, weil du sagst, ich nehme das ja auch alles so. Aha. Ich sogar in einer kleinen Raupe sind. Ja, ich habe meine Cam vergessen. Ich muss nicht mein Handy aufnehmen. Ja, der hat eine gute Cam an der Handy. Ich habe ein 4K-Cam, obwohl ich nur in so Full HD aufnehme. Hättest du auch in Full HD aufnehmen können. Aber meine Cam! Tja, bitte. Tja. Ich hatte ja angekündigt, dass ich einen Vlog mache. Ja, ich wollte es eigentlich auch, aber ich muss noch die Cam zu Hause vergessen. War noch ein Treppenhaus, das mir eingefallen ist, aber ich bin jetzt zurückgegangen, Trottel. Oh. Ja, dann haben wir, sind wir wieder in den Wald gegangen, haben Sniff-Sniff-Action gemacht. Ja. Ja. Da ist mein Vlog erst angefangen, weißt du? Ja, ich weiß. Weil ich dann gedacht habe, so, ey, scheiß drauf, jetzt mach ich einfach. Ja, und warte, ich habe noch nur Füße angefasst. Ja, der ist so zwischendurch bekrapscht. Der hat einfach bei so einer Statue die Füße bekrapscht, weißt du? Ja. Sind die dumm. Wir haben die ganze Zeit dumme Witze gemacht, über Leute gelabert. German Wings. Ach, ja, schlägt irgendwie ein Flugzeug. Was haben wir dann? Dann sind wir wieder nach Mc's gegangen und ich glaube, wir bleiben jetzt an der Ring und trinken so viel Cola, bis meine Eltern kommen. Ja. Vielleicht noch 3 Cheeseburger oder 5, ne? Boah, ich will noch wohl Cheeseburger oder 2 auf, aber mehr nicht. Also jetzt kann ich mir gar keinen dicken Burger mehr holen, weil ich jetzt schon ein bisschen gesättigt bin. Aber ich hole mir keinen Burger mehr, weil ich heute Abend noch mit meinen Eltern essen muss. Die werden mich sonst den Hals umdrehen, scheiße. Milchshake kann man so. Ich glaube, ich mache nur im Hotel mache ich noch einen Vlog. Und ja, ich morgen. Ich mache jetzt so zu Hause noch einen Abschlussvlog mit der besseren Cam. Ja, ich mache keinen Vlog mehr. Ich habe meine bessere Kamera zu Hause, das ist das Problem. Ja, ich hoffe, man versteht den Ton. Ja. Ich weiß aber bei meinem Handy, wo da mein Mikro sitzt. Also, wenn der da viel Geräusch von kommen würde, da würde er am meisten nerven. Irgendwann muss versteht man eigentlich, weil der in die Richtung reden. Hier ist jetzt mein Mikro. Ja, meistens da parallel. Das ist da an der Seite. Also wenn deine wenn dein Audio scheiße ist, ist meine auch scheiße. Mein Audio verdeckt dein Audio. Nein, meins ist ja dahinter, guck mal. Die Schallwellen kommen da nur an. Okay. Also, ich denke mal, versteht was von mir. Ja, ich esse nichts mehr. Ich muss mich halten, weil ich von meinen Eltern nicht umbringt. Ich trinke vielleicht Milchshake oder so. Ich mache aus dem. Ich mache aus dem. Oh, immer so ein Video.
Wahrscheinlich. Ich darf heute noch ein Video schneiden. Das, was ich mit Jan aufgenommen habe, das ist Dr. Winter. Ach, der Dr. Winter ist geklaute Formate. Ja, ja. Wir hatten auch heute noch geplant, aber ging nicht. Da Hammer. Also ich habe mit Jan über Blaue Cox gesprochen. Über was? Blaue Cox. Geil. Geil. Da habe ich gesagt, es liegt daran, dass er so viel Klumpe geguckt hat. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ja. Richtig lohnt. Kanal.werbespiel.tv. Ja. Und weil. Kannst du irgendwie so ein Bestrakeme.werbespiel.tv, dass man einfach meinen Kanal sieht? Ja, kann ich anschauen. Kann ich heute Abend noch machen. Okay, gern. Trakeme.werbespiel.tv auch besuchen. Ja, bitte. Bei ihm ist das. Ne, da macht der Kunde natürlich mehrere Seiten schon drauf. Ja, eigentlich schon, aber wenn wir dann die bei dir sehen. Ja, dann brauchen wir es. Ja. Dann brauchen sie es. Und weißt du, wir sehen, haben uns jetzt erst vor 6 Stunden haben wir uns jetzt getroffen. Ja. Ja. Krass. Hm. Aber wir kennen uns natürlich schon vorher. Haben wir Scheiße gebaut. Ich hab dann 17. Geburtstag auch schon mitgemacht. Ich kenne jemanden, der 16 war. Oh Gott, das ist ja schon lange her. Das waren Zeiten. Da hatte ich noch keinen Streit mit Sandro. Ja, aber weißt du noch. Darf ich Sandro sagen oder Psycho? Du darfst Sandro sagen. Okay, Sandro. Also, aber ich glaube, Sandro versteht die halt noch nicht. Das ist halt Psycho. Nicht der Psycho, mit dem ich jetzt heute Ehrenbett aufnehme, zum Beispiel. Sondern der. Ein Alter. Der Psycho, mit dem ich Psychos gemacht habe. Psychos ist er damals. Ja, jetzt heißt er Psycho. Wenn man bei mir wenn man bei ihm wenn man mir die Beastown-Folgen, die ersten ansieht, dann ist er dabei. Damals, ja, darüber habe ich ihn kennengelernt. Ja, und dann hat der dich zu Fick the Beast eingeladen, das war das Projekt vom Psycho hier. Ja, und da habe ich das, wo ich erstmal das Video gesehen habe, habe ich gedacht, was für ein Spacko. Bin ja auch ein Spacko. Ja, ich meine aber, für uns total Idiot, nicht so cool drauf. Aber dann habe ich ihn kennengelernt, weil ich dachte, du kannst mir erstmal nicht mehr so vor. Dein Handy! Ja, guck mal. Es ist jetzt umgefallen. Hashtag Quality. Hashtag Quality, Hashtag Abbruch. Hashtag Abbruch. Hashtag mal sieht man auf. Das ist das Gute an der Lampe. Wenn du jetzt gar nicht aufgenommen hast, dann muss ich meine Datei verwenden. Ich guck jetzt mal. Super, du musst dein Video-Detail benutzen. Wir testen gerade ein bisschen nach. Das ist die Professionalität von so gewissen YouTubern, ne? Wir sind ja nicht jünger. Das habe ich mal aufgenommen. Das ist abgebrochen in der Aufnahme. Ja, aber meinst du noch auf, sonst wird die Lärme nicht leuchten. Ich weiß, das ist cool. Okay, dann ist das von mir, das ist cool. Wenn ich jetzt nicht im Bild bin oder du nicht, dann kotze ich, ne? Ich habe das nur einmal kurz kontrolliert. Ich glaube, wir machen einfach so. Hey, ich schicke dir das gleich bei YouTube. Hi. Wir haben Burger West Wegessen gemacht, er hat gewonnen. Man sieht das bei ihm im Video. Ja, ich nehme das mal hier weg. Ja, ganz einfach, bei mir ist die Aufnahme abgebrochen. Ich ja, bei mir läuft es seit 14 Minuten jetzt. Alter, wir haben so viel gelabert vom heutigen Tag. Das war übrigens der Burger, warte, den wir hier meinten. Hier, so viele Burger, wir haben 30 Burger hier, wer es bekennt. Ja. Das war einfach, die Stütze war einfach mein 3DS. So. Ja, ich habe den 3DS als eingestützt. Ich habe ja diese Klappen hier, dieses da, was ich gerade hier. Hi. Na, was geht ab? So, ich breche meine Aufnahme ab, weil ich kann ihn nur noch eine Minute aufnehmen. Also, tschüss. Jo, hallo an alle, die bis hierhin geguckt haben. Ja, jetzt bin ich zu Hause im Sitzen, es ist 0.19 Uhr. Hab gerade eben noch Dings geschnitten. Die Datei da, dieses Dr. Winter. Und habe auch jetzt das andere hier geschnitten bis hierhin. Und das, was ich jetzt mache, das schneide ich jetzt gleich noch hinten dran. Jo, war auf jeden Fall ein cooler Tag. Ich habe eigentlich im Video alles erzählt, das ist eh schon lang genug. Ist halt mal was Sinnfreies und qualitativ nicht ganz so hochwertig wie sowas, was sonst auf dem Kanal ist, weil das ist ja na, schon irgendwie relativ. Also das im Mac, der Mac ist Teil, da ist irgendwie sehr viele Nebengeräusche und so ein Scheiß und die Qualität war auch nicht so geil, aber das kann man sich auch mal erlauben als kleinerer YouTuber, dass man mal ausnahmsweise mal was hochlädt, was nicht so geil aussieht, aber dafür trotzdem einen lustigen Content hat. Alle, die sich bis hier angeschaut haben, haben schon mal einen Respekt von mir, also das ist schon relativ cool. Also ich meine, kann man ja mal machen, wenn dann langweilig ist, könnt ihr auch ein bisschen was über mich lernen. Ich meine, naja,
ist ja was Neues, ne? Wenn jetzt, es ist ja nicht immer so der Fall, dass Morten bei mir ist, der war ja heute einmal wegen meinem 18. Geburtstag da, jetzt mittlerweile ist mein Geburtstag wieder vorbei, weil du 20, ist ja nicht mehr 6.4. Und ja, es war halt auf jeden Fall ein cooler Tag. Wir haben viel Faxen gemacht, mal gucken, ob sowas nochmal passiert und dass wir irgendwann mal auch diese geklaute Formate aufnehmen können, das wir geplant hatten. Da werde ich dafür sorgen, dass ich dann bessere Mikrofone dabei habe zur Verfügung und dass dann halt meine HD-Cam auf jeden Fall dabei ist. Mittlerweile habe ich sie hier jetzt vor mir liegen. Hätte ich sie vorher mit gehabt, hätte die bessere Qualität gehabt, zumindest videotechnisch, audiotechnisch werde ich mir noch Klemmmikrofone holen, die mal uns ins T-Shirt klemmen, damit wir uns besser verstehen. Ich habe nämlich relativ günstige gefunden, die eine gute Qualität haben, dann würde man uns auch besser verstehen, dann kann ich diese Hintergrundgeräusche auch besser auslöschen. Ich habe es versucht, das zu machen, dass man das anders, also dass ich halt die Hintergrundgeräusche komplett rauslösche, aber dann hat man uns fast gar nicht verstanden und das war halt ein Problem und deswegen konnte ich auch keine Musik einbauen. Hätte ich auch lieb gern gemacht, aber das konnte ich halt so nicht machen, weil man sonst nichts verstanden hätte. Ich hoffe, ihr seid trotzdem glücklich mit dem Video und ja, ich würde sagen, schauen wir uns das nächste Mal. Bye-bye.